Schwere Verletzungen erlitt eine 48 Jahre alte Frau heute Morgen bei einem Brand in der Kirchstraße in Möscht. Aus bislang unbekannter Ursache war das Feuer gegen 4 Uhr in dem Fachwerkhaus ausgebrochen. Ja, hier kam es aus ungeklärter Ursache zu einem Brand in dem hinter mir befindlichen Fachwerkhaus. Es wurden mehrere Personen vermisst, eine weibliche Person konnte gerettet werden. Es hat sich nicht bestätigt, dass weitere Bewohner in dem Haus waren. Es wurde mehrfach abgesucht und jetzt dauern die Löscharbeiten noch an. Offener Feuerschein erkennbar gewesen und die ersten Einsatzkräfte haben mit Anwohnern schon die Personensuche begonnen. Gab es irgendwelche Besonderheiten? Naja, so wie man es eben in solchen Häusern hat. Es ist natürlich immer eine schwierige Situation für die Einsatzkräfte, sich in fremden Gebäuden zurechtzufinden. Und das Haus ist jetzt für das Aufhängen von einer einzigen Person sehr groß, zumal keiner sicher sagen könnte, in welchem Bereich das Schlafzimmer oder der Aufenthaltsraum war. Da unter der Dachhaut immer wieder Flammen aufloderten, kam die Drehleiter aus Kappel zum Einsatz. Bis weit nach Sonnenaufgang hatten rund 50 Feuerwehrleute der heimischen Wehren zu tun. Die Brandursache ist indes noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.